Herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 5. Richtig gehört. Ich habe mal mir wieder überlegt, ein Let's Play zu starten. Wieder zu den alten Wurzeln zurückgehen. Keine Lust mehr auf Dark Soul, immer nur Gameplays hochzuladen und hier die ganze Zeit nur Langeweile schieben. Deswegen habe ich mir überlegt, auch wie versprochen, endlich ein 100% Let's Play von Resident Evil 5 zu machen. Ich habe ja vor circa, Moment, ich muss kurz nachrechnen, 4-5 Monaten Resident Evil 4 gemacht und auch zu 100%. Und ich habe auch am Ende gesagt, ich werde Resident Evil 5 auch noch machen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich gesagt habe, aber ich habe es mir doch noch überlegt. Wir beginnen ein neues Spiel. Ich hoffe, das ist jetzt endlich gespeichert. Ich habe jetzt schon 4-5 Mal versucht aufzunehmen. Ja, er hat Standard gespeichert, gut. Jedes Mal hat er monochrom irgendwie gespeichert. Ich benutze meine freigeschalteten Objekte, um euch wirklich alles zu zeigen. Wirklich 100%. Es ist ein 100% Let's Play. Okay, natürlich in schöner HD-Qualität. Wir spielen auf normal. Chris. Und Spiel starten. Viel Spaß beim Monochrom. Captain Deschat here. We secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the anti-terrorism unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Hey, hey! Uyo Ngenji! Alafanya nini hapa? You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through.
Okay. Nochmal gerade hier hinsetzen. Um da keine Rückenschmerzen bekommen. So. Ihr wundert euch, warum die Grafik so niedrig ist. Ich habe die Grafik auf Mittel. Ich möchte ja euch viel zeigen. Und für mich interessiert mich die Grafik nicht. Chris hier. Coming in loud and clear, Kirk. Yes, we read you. There's a black market weapons deal going down in Kijuju. That's where Irving will be. Alpha Team has already infiltrated the area. Warum die da hinten und wohl nicht komischen Sack zertreten oder verprügeln, weiß ich auch nicht. Ja, ich will ja mal wieder reinkommen ins Let's Play. Hey, lange her, lange her. Hier. Good, you're both here. Come. Ladevorgang. You too. This way. But maybe because of the new government, the people around here are a little on edge. You should do what you came here to do and go home. Yeah. They really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Check them. Grab your weapons. Yo, wir können jetzt hier erstmal unsere Waffen nehmen. Aber weil ich ja noch schon Waffen im Objektmenü habe, hier. Zack, ausrüsten, zack, habe ich die Pistole. Natürlich hat Sheva dieses Bürokleid an und natürlich diesen Barbar und so. Habe ich mir extra jetzt noch ausgesucht. Good. What do you know about Ouroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a Doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find a man named Irving. He's our only lead. Ja, ja, unser Hauptziel ist, Irving zu finden, natürlich. Später werden wir von unserer Mission abgeleitet. Wir müssen was anderes machen, aber unser Hauptziel ist immer, Irving zu finden. So, wir haben jetzt endlich die volle Steuerung über Chris Redfield. Remember, we're a team. Wow. Würde mich, also ich entschuldige mich schon mal für die Lags. Mein Rechner ist auch nicht mehr so der neueste. Ich habe erst mein Rechner etwas gestärkt. Aber gut. Ja, damit ihr euer erstes Geld bekommt, könnt ihr die Vögel da unten abschießen. Zack, zack. Vielleicht habt ihr auch manchmal Glück. Und er lässt Geld frei. Yay. Cool. Wie viel ist es? Ach, 50. Hauptsache etwas. Also fragt jetzt bitte nicht in den Kommentaren, warum hast du jetzt schon die Waffe benutzt? Ich möchte alles zeigen. Ich möchte alle Schätze zeigen. Um alle Schätze zeigen zu können, brauche ich halt, ja, Feuerkraft. Hier schon das Kraut alles mitnehmen hier. Mischen und geben. Thanks. Sie ist die Heilerin. Did you hear that? It came from that building. Habe ich schon bemerkt, immer wenn es, wenn die beiden reden, dann leckt es. Ladevorgang. Rein mit dem Ding. Freeze!
Das schmeckt hundertprozentig nicht. Are you okay? Na? Ist alles noch okay? Alles noch dran? Sieht so aus. Okay. Oh, Scheiße. Ah, zack! Schön mal in die Ecke gebumst. Zack. Geil. Wenn ich so welche Kraftausdrücke benutze oder komische Ausdrücke, stört euch nicht daran. Ich liebe einfach, um diese Sprüche abzulassen, wenn welche irgendwie in die Ecke fliegen. So, kommen wir zum ersten Schatz. Den Schatz bekommt man nur, wenn man hier mit einer, ja, kräftigen Waffe ausgestattet ist. Wir müssen die Welle abwehren hier, die jetzt hier kommt. Einfach jetzt nicht achten, was Trevor sagt, sondern diese Viecher hier abschießen. Und nach etwas längerer Zeit kommt dann ein Kerl, der hat einen Dynamit in der Hand. Alles hier im Schädel treffen. Schön einen Haken geben hier. Oh well. Haut ab. Komm mal nicht ab. Das sind ganz schön viele hier gerade. Tot. Na, es werden immer mehr. Helft mir doch mal mit. Wusch! Werden immer mehr, ey. Zack, nochmal gerade. Hau mir jetzt meine Dingsblöcke mit. Ey, du Sack. Müsste eigentlich gleich kommen. Bams. Eine Patrone haben wir noch zum Nachladen. Müsste doch eigentlich jetzt gleich kommen mit deiner scheiß Patrone oder Dynamit, was wir machen wollen. Gib mal mir die AK. Thank you. Dann haben wir die Szene auch geschafft. Boah, sehr knapp. Wenn der da ist, einfach irgendwie drauf schießen und die töten und schon habt ihr den Schatz, den ihr brauchen könnt. So, den Topaz. So, jetzt können wir die Stelle hier verlassen. Haben ein bisschen Energie verloren, aber Shiva hat ja noch das Kraut hier. Tja. Dann gibt man das Kraut. Halt mal. So. Und gibt dir die. Gibt dir die AK wieder. Und hier bekommen wir Red Herb. Granate.
Sie hat noch 19 Schuss in der Waffe. Aufmachen, ja. Braves Mädchen. Jetzt bekommen wir ja wieder ein bisschen Munition dazu. So. Immer schön nachladen. Oh, das geht ja. Zack, nochmal. Und gleich ist unsere Waffe voll. So, da nochmal zwei Päckchen. Also zack. Und sie soll jetzt nochmal. Komm her. Komm, schnell. Ja, hier. Hier ist grüne Kraut. Dann gebe ich ihr das wieder. Zack. Thanks, Partner. So, und durch hier. So, und hier haben wir den Kontrollpunkt erreicht. Wir sind uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Part auch wieder zu. Ich wünsche euch noch viel Spaß und haut rein, Leute. Tschüss.